Ich mag relativ alles, aber ich mag ja, Spaghetti oder Nudeln, das ist gut. Ich esse am liebsten gefüllte Zucchini und die macht meine Oma immer so überragend, also sowas Klassisches. Deswegen ist das mein Lieblingsgericht. Ich mag alles, aber irgendwie mag ich fast alles mit Spinat. Mehr als alles andere. Ist eigentlich gar nicht so besonders. Ich esse gerne Lachs mit Kartoffelbrei. Schmeckt mir einfach gut. Ja. Sehr gerne Bratkartoffeln oder Ofenkartoffeln und ja, kenne ich einfach von früher und schmeckt mir immer gut. Huch, das geht so in die Richtung Dürüm. Was macht das so besonders? Es ist sehr einfach zu kriegen hier in Deutschland. Es ist immer sehr lecker, egal woher man das kriegt. Und wenn ich es möchte, dann geht es 10 Minuten und dann habe ich es. Und ja, es schmeckt wirklich immer sehr gut. Oh, ich liebe so indisches Essen. So, ich mag, wenn das so viel Geschmack und so, Gewürze. So Butter Chicken und Naanbrot und so mag ich sehr gern. Ich esse allgemein gerne italienisch. Also ich habe da jetzt keine Spezialität, aber ja, ich liebe schon italienisch. Mein Lieblingsgericht ist etwas Persisches, das heißt Kubide. Mein Papa versucht das immer nachzumachen, das schmeckt mir auch sehr gut. Aber das Originale, da kommt gar nichts dran, das schmeckt schon unfassbar gut. Ich liebe die türkische Küche, aber Kubide ist schon ein Highlight. Ich mag sehr viele Tacos, also norwegische Tacos, das ist so ein Favorit. Wir essen das immer am Freitag in Norwegen. Pizza, weil das ist was Besonderes, finde ich. Möhreneintopf mit Mettwurst. Ja, das hat meine Mutter früher natürlich, als ich noch zu Hause gewohnt habe, häufig gekocht. Und das hat mir sehr gut geschmeckt und ich versuche es auch immer wieder nachzumachen. Zwar nicht ganz so gut wie zu Hause, aber es schmeckt trotzdem. Lasagne von meiner Mama. Einfach die Soße, die ist selbst gemacht. Ich weiß nicht genau, was sie da immer reinmacht, aber genau, das ist sehr lecker. Ja, mein persönliches Lieblingsgericht ist Sushi. Ich liebe alle möglichen Varianten von Sushi und ich liebe Fisch sehr gerne. Und deswegen macht es für mich sehr besonders. Ich würde sagen, auf jeden Fall irgendwas mit Lachs. Ja, finde ich einfach ein leichtes Essen, hat trotzdem viel Eiweiß. Ja, for sure. Ah, pierogi ruske. Pierogi dumplings with the cheese, potatoes and what? Cheese, potato, onion, salt and pepper. Ich habe viele, aber ich mache mir meistens so eine Reispfanne mit Gemüse und ja, deswegen ist es das wohl. Es ist sehr einfach zu kochen, deswegen ist es wahrscheinlich mein Lieblingsgericht. Sehr einfach, aber gut für den Sport, deswegen. Also jeden Morgen mein Smoothie Bowl ist auf jeden Fall das Beste und es macht so besonders, weil es mit viel Liebe gemacht ist. Spinatlasagne, ja, ist halt, es gab es früher immer schon zu Hause und ja. Schmeckt mir gut. Also, ich liebe Kürbiscremesuppe. Ich weiß nicht, also das ist für mich etwas, was ich jeden Tag essen könnte. Das ist einfach, das schmeckt einfach so toll. Mein Lieblingsgericht ist meistens auf jeden Fall selbst gekocht. Ich liebe es, selbst irgendwie in den Kühlschrank zu gucken, was da ist, was zusammenzuschmeißen. Und ja, da kann dann schon mal von Chili con Carne bis Kohlroulade alles rauskommen. Und da gibt es jetzt gar nicht so ein direktes Lieblingsgericht. Ich esse sehr gerne Spaghetti Bolognese, aber à la Mama. Das ist einfach, weiß ich nicht, so ein anderer Geschmack an der Bolognese-Soße, den ich einfach unfassbar lecker finde. Und dementsprechend esse ich das auch mega, mega gerne. Oh, wir machen in der WG gute Nudeln mit so selbstgemachtem Thunfischpesto. Das ist ein sehr beliebtes Matchmeal bei uns, was wir am Abend vorm Spiel dann öfter in der WG auch kochen.